Das Olivenöl wird von der Olive gewonnen. Die Frucht des Olivenbaums. Dieser schöne Baum kann bis zu 15 Meter hoch werden und zeichnet sich durch eine breite Baumkrone und einen kurzen, dicken Stamm aus. Der Mittelmeerbaum stammt ursprünglich aus Griechenland und Kleinasien. Dort gibt es noch heute eine Vielzahl von wilden Olivenbäumen Oleaster. Der grau-silberne Stamm und die schmalen grünen Blätter verleihen dem Olivenbaum eine besondere Schönheit. Das Olivenöl ist eines der wichtigsten Lebensmittel der Mittelmeerküste. Es enthält Inhaltsstoffe, die eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Olivenöl kann sowohl in der Küche als auch für therapeutische Zwecke benutzt werden. Olivenöl gilt für viele als Grundelement in der Küche. Die wertvollen Inhaltsstoffe für die Gesundheit wurden zwar erst vor einigen Jahrzehnten erkannt. Der Olivenbaum wird jedoch schon seit über 6000 Jahren kultiviert. In der Antike haben alte Kulturen wie die Ägypter, Griechen und Römer das Olivenöl schon zum Kochen als auch für medizinische Zwecke verwendet. In Griechenland wurde das Olivenöl zu einem wertvollen Handelsgut und es wird gesagt, dass die römische Aristokratie das Olivenöl von der Iberischen Halbinsel sehr schätzte. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Olivenöl extra virgin wählen. Am besten biologisches. Dieses ist zwar etwas teurer, doch die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Man kann dies als eine Investition in die Gesundheit betrachten und gleichzeitig verwöhnt man seinen Gaumen. Das Olivenöl verleiht unseren Gerichten ein leckeres Aroma und einen angenehmen, charakteristischen Geschmack. Olivenöl kann roh oder auch erhitzt konsumiert werden und der Geschmack ist je nach Typ der Olive anders. Wir raten Ihnen, dass Sie roh verschiedene Marken ausprobieren, die aus verschiedenen Olivenarten hergestellt wurden. So können Sie die verschiedenen Aromen kennenlernen. Beim Frittieren sollte man allerdings darauf achten, dass das Öl nicht so stark erhitzt wird, dass Rauch entsteht. Außerdem sollte das Öl nicht öfters als 5-mal benutzt werden und dies wenn möglich immer mit den gleichen Lebensmitteln. Die Bestandteile des Olivenöls sind hauptsächlich Fette 98%. Bei den Fetten ist zu erwähnen, dass die Fettsäuren sehr wichtig für die Gesundheit sind. Olivenöl enthält einfach ungesättigte Fettsäuren sowie gesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Der Rest im Olivenöl besteht aus Kohlenhydraten, Beta-Carotin, Provitamin A, Stearolen und Tocopherolen, Vitamin E. Unter den weniger qualitativen Inhaltsstoffen finden wir Polyphenole, die dem Öl das Aroma geben. Beta-Carotin und Chlorophyll, beide für die Farbe verantwortlich und andere volatile Zusatzstoffen, die dem Öl den typischen Geruch verleihen. Weiter beinhaltet es Antioxidanten, damit das Öl nicht ranzig wird. Ein Löffel Olivenöl extra virgin pro Tag liefert uns 60 Kalorien ohne Cholesterin und beugt so Herzgefäßkrankheiten vor. Liefert Antioxidantien und einen Teil der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin E. Unter den Antioxidantien finden wir Polyphenole, die das Herz schützen. Sie verringern die Aktivität der freien Radikale und verhindern, dass sich die Platten an den Arterien festsetzen können. Zudem haben sie eine entzündungshemmende Wirkung. Jeder Löffel Olivenöl enthält 7 Gramm Fett, von dem das meiste ungesättigt ist. Somit ist das Olivenöl eine wertvolle Quelle an gesunden Fettsäuren. Verschiedene Studien aus dem letzten Jahrhundert haben bewiesen, dass Olivenöl Herzgefäßkrankheiten vorbeugen kann. Die empfohlene Tagesdosis liegt bei 40 Gramm pro Tag. Das entspricht 2 bis 3 Esslöffeln Olivenöl.
Unter den verschiedenen positiven Eigenschaften können wir folgende hervorheben: Verbessert unseren Metabolismus und die Kognition. Olivenöl hat einen positiven Einfluss bei der Bildung von Zellmembranen und Membranen im Gehirngewebe. Der Konsum von einfach ungesättigten Fettsäuren und die antioxidierende Wirkung der Polyphenole stehen in direktem Zusammenhang mit der Verbesserung der Kognition und schonen das Gehirn. Seit Jahrtausenden wird Öl für die äußere Anwendung für Haut und Haare verwendet. Es wird gesagt, dass Galeno schon im 2. Jahrhundert Öl benutzt hat, um es vermischt mit Kerzenwachs als Creme zu verwenden. Weiter wurde es dank seiner feuchtigkeitsspendenden Wirkung als Balsam bei Massagen verwendet. Eine ähnliche Wirkung hat es auf Haut und Nägel. Olivenöl kann auch als Abschminkmittel für die Augen, als Hautpflege sowie in Pflegeseifen für den ganzen Körper verwendet werden. Heutzutage sind viele verschiedene Kosmetik- und Pflegeprodukte mit Olivenöl auf dem Markt zu finden. Folgende Produkte können hervorgehoben werden: Handcremen, natürliche Seifen, Seifen aus Syrien mit Olivenöl und Lorbeer, feuchtigkeitsspendende Körpermilch mit Olivenöl und grüner Mandarine, feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, Peeling-Utensilien mit Olivenkernen, Badegel, Massageöl, Deodorants, Sonnenmilch, Lippenpflege und viele Produkte mehr. Kosmetikprodukte mit Olivenöl können auch zu Hause hergestellt werden. Dazu wird das Olivenöl mit anderen Ölen, Zitronen, Wachs, Honig oder mit Milchprodukten gemischt. Bilder von Angel Rodriguez und Santiago.